Einen schönen guten Morgen, liebe Freunde, und herzlich willkommen hier bei Thirsty's World. Ja, nach dem Terror in Paris kamen jetzt auch die Terroranschläge zu uns nach Hannover oder wären gekommen. Jedenfalls konnten sie noch kurz abgewendet werden. Oder wirklich nicht? Denn wenn wir nicht aufpassen, haben wir den Terror mitten im Herzen Europa uns selbst importiert. Wie wir ja alles selber importieren. Wir können die Welt nicht retten und ja, das ist auch mittlerweile bei der CDU, CSU angekommen, auch wenn es die meisten nicht wahrhaben wollen. Und wenn die Delegierten mal richtig Eier in der Hose hätten, was sie ja natürlich nicht haben, dann würden sie der Frau Merkel sagen, dass so die Flüchtlingspolitik uns nur eins bringt, nämlich Mord und Totschlag im eigenen Land. Nochmal, wir können die Welt nicht retten und wenn wir nicht bald etwas an unserer Flüchtlingspolitik ändern, hat es sich ausgeflüchtlingst, dann ist Deutschland am Ende. Wir sind bereits am Ende. Finanziell können wir diese ganze Sache gar nicht mehr stemmen. Aber das ignoriert die Bundesregierung geflissentlich. Mittlerweile sind wir bei 1,7 Milliarden Euro Schulden angelangt und die Schuldenuhr tickt weiter und tickt und tickt und keiner tut was dagegen. Wer hierin noch einen Sinn sieht, ja, dem helfe Gott allein. Weiter machen wir sowieso, wir importieren weiter unsere Flüchtlinge, bis es hier in Deutschland mal richtig kracht. Aber Schuld, das sind ja dann wieder die anderen. Und damit sind wir auch schon beim Ende der multikulturellen Gesellschaft angelangt, die nicht funktioniert und die auch nie funktioniert hat. In Amerika funktioniert sie nur unter Anbetung des allmächtigen Dollars. Aber ansonsten hat sie keine Chance. Und weil die Amerikaner ihre Armut einfach durch Kriege abschöpfen. Die Armen werden da einfach in die Wehrpflicht reingezogen, um Geld zu verdienen. Und übrig bleibt nichts. Und daran arbeitet unsere Regierung ja auch. Deswegen wird an der Armutsschraube gedreht. Deswegen haben wir Auslandseinsätze, obwohl wir es uns gar nicht leisten können. Denn schließlich müssen wir unsere Armut ja auch abschöpfen. Darum wurde auch die Bundeswehr privatisiert. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und so funktioniert eben bei der Bundeswehr nur die Hälfte der Sachen, wenn es überhaupt funktioniert. Aber was soll's? Denn schließlich kämpfen wir ja nicht mehr gegen unseren Urfeind, den bösen, bösen Russen, sondern irgendwo mitten auf der Welt. Und da darf auch mal ruhig was nicht funktionieren. Denn es betrifft ja nicht die Regierung, unsere Labersocken. Die sind ja schön weit hinter den Linien. Und diese Herrschaften würden ja auch kein Gewehr in die Hand nehmen. Nein, das überlassen sie halt lieber dem Pöbel. Und so bleibt alles beim Alten, weil der deutsche Michel ja seinen Hintern nicht hochbekommt. Dann dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn demnächst unsere Städte wieder brennen. Aller Zweiter Weltkrieg.